Deutschlands Kultkabarettistin Monika Gruber muss in den nächsten Stunden wohl wieder einmal mit einem ziemlichen Shitstorm rechnen. Der Grund? Sie hat ihre Meinung gesagt und das lässt ihre Kritiker ja ganz gerne massiv hyperventilieren. Und wer hat die Künstlerin dieses Mal so in Rage versetzt? Deutschlands grüner Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, laut Gruber der Wirtschaftsvernichter, der jetzt auch noch Hackschnitzel und Pelletheizungen verbieten will. Wirtschaftsvernichter Habeck verbietet jetzt auch noch Hackschnitzel und Pelletheizungen, die vor über einem Jahr noch gefördert worden sind. Aber wenn die Herrschaften mal ihren Hintern aus dem Raumschiff in Berlin rausschirmt hatten und auf den Baustellen der Republik sich umschauen hatten, dann würden sie folgendes Phänomen bemerken, dass nämlich täglich jetzt weiße Vans mit rumänischen und bulgarischen Kennzeichen vorfahren und die Lohn die Heizungen, die wir einfach ausbauen und entsorgen wollen, ein und die fahren nach Rumänien und da bauen sie es dann wieder ein und da laufen die noch 20, 30 Jahre wahrscheinlich wie ein Glöckerl und die Leute da drüben freuen sich wahrscheinlich, weil so gute Heizung haben sie nie gehabt und wir schingern sie auch noch, weil wir offensichtlich wahnsinnig geworden sind. Und wenn wir weiter einfach nur unser Mai halten und unsere Meinung nur hinter vorgehaltener Hand in kleinerer Runde, ich habe es jetzt gerade wieder gesehen, wo die Leute alle nur sich gegenseitig anschauen, an den Kopf schütteln und sagen, der Wahnsinn muss gestoppt werden, aber keiner macht was. Und wenn die da paar einflussreiche Leute allmählich aufstehen und einfach laut sagen, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Irrsinn, dann sind wir, glaube ich, alle verloren.